Einen schönen guten Morgen. Ich habe jetzt heute bei meinem, ich habe jetzt einen 7 Jahre alten Model S und ich habe jetzt die neueste Software drauf, die Version 10.2, also von 2020.8.1.1. Und jetzt ist mir einige Sachen sind jetzt da in der Beschreibung erklärt worden. Der hat jetzt neue Sprachbefehle. Man kann jetzt die Klimaanlage einschalten, ausschalten per Sprachbefehl. Das finde ich jetzt ganz toll. Das ging ja vorher nicht. Zum Beispiel kann man jetzt mal schauen. Klimaanlage einschalten. Das finde ich jetzt nun nicht schlecht. Gut gemacht. So kann man auch die Sitzheizung ein- und ausschalten. Sitzheizung einschalten. Jetzt kann man das schauen. Ja, jetzt hat das nicht verstanden, hat Witze verstanden. Nochmal neu. Klima, Sitzheizung einschalten. So, hat er eingeschaltet. Wunderbar. Jetzt habe ich mich vertan. Der hat es aber trotzdem verstanden, obwohl ich was falsch gesagt habe. Also das Ganze ist jetzt ein bisschen intelligenter geworden. Man kann auch den Ladeport aufmachen. Das ist auch ganz lustig. Zum Beispiel kann man gucken. Ladeport öffnen. Zack, Ladeport ist geöffnet. Also nicht schlecht. Ich finde das jetzt ganz cool, die ganze Sache. Und dann gibt es noch mehr. Zum Beispiel, ich habe jetzt schon im Vorfeld schon was ausprobiert. Scheibenwischer einschalten. Ja, also das ist schon echt nicht schlecht. Finde ich schon gut. Aber was jetzt der Hammer ist, was mich eigentlich beim Model S so ein bisschen mehr geärgert hat, war das Navi. Das ist, ich hatte jetzt eine alte MCU und wenn ich jetzt 800 oder 1000 Kilometer irgendwo hinfahren wollte, da hat er ja bestimmt 1,5 Minuten bis 2,5 Minuten dran rumgerechnet, bis er das Ziel gefunden hat, die Strecke ausgerechnet hat, die Supercharger gemacht hat und so weiter. Fand ich Käse. Also echt, am Anfang fand ich Käse. Ich habe mich aber damit abgefunden. Dann haben wir es halt im Vorfeld eingegeben. Dann hat es halt gedauert. Aber war scheiße. So. Jetzt kommen die neuen Model 3 Versionen raus. Mit diesem Raven-Chip oder keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall mit den ganz neuen MCUs. Und dann geht das innerhalb von Sekunden, rauscht er da durch und rechnet dir dann halt die Route raus. Da war er schon ziemlich neidig. Und meine Freundin hat mir leider aus Versehen meine MMCU zerstört. Also die ist da mit einem Regenschirm da reingeknallt und war der Bildschirm kaputt. Den haben wir dann tauschen lassen. Und dann hatte ich bei Tesla nachgefragt, ob die mir den neuesten einbauen könnten. Die neueste MCU. Also die mit dem ganz, ganz schnellen Prozessor und so weiter. Da haben die das verneint. Ja gut, jetzt habe ich eine MCU 2 eingebaut bekommen. Die ist jetzt, die war gefühlt etwas flotter, habe LTE bekommen noch dazu. Hat natürlich ein Schweinegeld gekostet, 2300 Euro hat der Spaß gekostet, aber Gott sei Dank hat die Haftpflichtversicherung das übernommen, da sie das halt kaputt gemacht hat. Ja, aber die Routenberechnung, die war ja immer noch wirklich sowas von zäh, das fand ich Käse. Und jetzt mit der neuen Software, da sind wir jetzt wirklich gestern Abend die Schuhe ausgefallen, nachdem ich das installiert habe. Ich wohne jetzt in Kempten, Bayern und dann will ich zum Beispiel nach Italien fahren. Sagen wir mal nach Ancona. Das sind ungefähr 800 Kilometer oder so. Ancona Port, 516 Kilometer Luftlinie. Jetzt drücke ich mal drauf. Jetzt rechnet der. Zack. Der wird jetzt gleich fertig sein. Fertig. Ich bin vom Glauben gefallen. Also, das ist wirklich annehmbar. Super. Jetzt rechnet der hier noch alles aus. 759 Kilometer, 7 Stunden, zack, fertig. Also, das hat jetzt keine halbe, noch nicht mal 20 Sekunden gedauert. Also, das ist jetzt annehmbar. Also, da muss ich sagen, da haben sich die Programmierer wirklich, wirklich super ins Zeug gelegt. Wenn ich zum Beispiel jetzt Aachen eingebe, das ist jetzt ein anderer Teil von Deutschland, ganz weit oben bei Köln. Zack.
Also so schnell war der noch nie in den Berechnungen. Der hat da so rumgejammert, das Teil. Da habe ich gedacht, der braucht Nachhilfe irgendwie. Und zack, schon fertig. Also ich muss sagen, das ist jetzt wirklich super. Trip starten, zack, fertig. Das war's. Also da muss ich sagen, das hat mich jetzt am besten überzeugt. Und ich muss sagen, Hut ab vor die Programmierer, dass die so viel Rechenpower nochmal rausholen mit Programmiertricks in einer MCU, die bald 7 oder 6, 5, was weiß ich, wie viele Jahre alt sind. Normalerweise ist das ja eine uralte Hardware. Und dass sie das so schnell gemacht haben, ist unglaublich. Vorher habe ich da echt, hat das Teil bestimmt 2 bis 3 Minuten drauf rumgekaut. Das war scheiße. Aber das, jetzt macht es wieder Spaß. Jetzt macht es wieder Spaß. Jetzt fehlt nur noch YouTube in dem Ding. Wenn die das noch hinkriegen, dann bin ich ganz glücklich. Ja. Jo, das war's erstmal. Ne? Also probiert's mal aus. Installiert euch die Software. Es ist wirklich, wirklich vom Vorteil, muss ich sagen. Jetzt muss ich nur gucken, wie das jetzt mit dem Laden ist, ob die da was geändert haben, weil ich war gestern in München gewesen. Also Laden am Supercharger, da kann ich gleich am Shademo laden. Das ist ja bald dasselbe. Weil da fängt er da mit 114 Kilowatt an bei, was hatte ich gehabt, 15%. Da lief keine Minute und fällt er runter auf 78 Kilowatt und dann immer weiter runter und dann bleibt er da hängen bei 48 Kilowatt und eine ganze Weile. Da nützen mir die 5 Minuten Hypercharger oder die 10 Minuten vorher ja auch kaum. Da kann ich gleich am Shademo laden ohne Ende. Also die halbe Stunde länger macht den Kohl dann auch nicht fit. Also das finde ich schon scheiße. Also muss ich sagen, da müssen die was dran tun. Ist zwar zum Schutz vom Akku, aber ich denke mal, mein Gott, so viel powert der Supercharger jetzt da auch nicht rein. Normaler Akku lädst du mit einem C, also mit einer Gesamtkapazität. Sagen wir mal, jetzt hat ein Akku, wie beim Modellbau zum Beispiel, hast du 5000 mAh Gesamtleistung, also was drinnen ist im Akku, und dann kannst du den mit einem C laden. So, das dauert dann eine Stunde für 5000 mAh. Jetzt kannst du die Akkus aber bis 2, 3, 4, 5 C laden. Ja, und dann verringert sich das Ganze nachher auf eine halbe Stunde bei 2 C, bei 3 C, was weiß ich, auf 15 Minuten. Und die halten das halt aus. Und der Supercharger bei 114 kW habe ich ausgerechnet, das sind 1,3 C, das ist ja gar nichts. Du kannst ja bis 1,8 hochgehen. Und bis 2 C, da werden es für die Zellen schon ein bisschen kritisch. Ich würde es dann auch nicht machen, da haben die schon recht bei. Aber bis 1,8 C kannst du das doch machen, mein Gott, nochmal. Und ein bisschen durchziehen. Also das finde ich jetzt ein bisschen traurig, dass die da anfangen bei 50% das dermaßen so zu kastrieren, das Ganze. Ja, will man machen. Auf jeden Fall, ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Auto. Das Navi läuft jetzt super affengeil, da kann ich nicht meckern. Und dann mit dem Laden, wenn die da auch noch hinkriegen würden, dass er mal ein bisschen länger lädt, dann wäre vielleicht nicht schlecht. Dann würde man nicht so lang irgendwo abhängen. Weil ich war gestern in Pfaffenhofen, mitten in der Pampa. Du kannst da nichts unternehmen und wollt durchfahren und ein bisschen Strom dann mitnehmen bis nach Kempten. Weil ich wäre dann sonst nach 20 Minuten mit 10% oder so angekommen. Dann komme ich zur Garage, kann ich 3 Tage laden, bis da voll ist an der Steckdose. Das macht den Kohl jetzt auch, das ist auch Käse halt. Na, dann wollte ich was mitnehmen, habe dann eine Stunde gestanden bis 90% und bin dann nach Kempten gefahren, weil ich muss am nächsten Tag zur Arbeit und mit 100 Kilometer Restreichweite und 10 Stunden laden, das ist auch nichts irgendwie. Ja, dann macht das mal. Viel Spaß, Leute. Und schaut euch das mal an. Bye, bye.